der Scheiber Kilian. Seit 50 Jahren wohne ich dort zu finden. Ich bin staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und mache im Hochwinter, bevor es richtig losgeht mit der Skitourenzeit, eben diese Schneeschuhwanderung. Heute ist ein Programmpunkt im Naturpark Schneeschuhwanderung, wo ich eben soll ein bisschen was von der Geschichte, von der Besiedlung erzählen, natürlich auch von Ötzi und eben von den Grabungsstätten, die wir da haben, eben gerade der hohle Stein, bei dem wir da stehen. Ja, die Leute melden sich also in den Tourismusbüros im Ötztal an oder sie können auch bei verschiedenen Partnerbetrieben, die es ja gibt, vom Naturparkhaus sich anmelden. Und auf der treffen sie sich eben, die Dienstag ist das um 11 Uhr. Sie fängt am Tourismusbüro und auf der gehen wir gemütlich durchs Dorf und dort erzähle ich ein bisschen von der Geschichte. Speziell natürlich auch von Franz Zenn zum Beispiel, der ganz wichtige Spinz. Und danach nehmen wir den Schneeschuh und gehen also da ins Gelände auch, bis eben am Jägerlager vorbei, da zum hohlen Stein. Und eben natürlich war so ein super schöner Tag wie heute, kannst du natürlich auch viel von der Natur, der Umgebung und den herrlichen Bergen erzählen. Und das ist natürlich gerade für Leute, die das erste Mal eine Schneeschuhtour machen, eigentlich eine ideale Einsteigertour. Das Faszinierende ist, dass uns einfach einmal außen kommen, wie jetzt, wo wir stehen, mittlerweile tief schnell drin, dass du mal außen kommst und nicht sinnst, die musst du auf die präparierten Winterwanderwege halten. Da kannst du ja wirklich einmal ein bisschen ins freie Gelände und in den Wald draußen gehen. Ja, Fendt ist einfach ein super nettes, kleines Dorfle, wo es also nicht gleich ums Skifahren geht. Natürlich haben wir ein Skigebiet mit 4 Liften. Also der Skifahrer kann sich natürlich auch da betätigen. Hat den Vorteil, dass nicht viel los ist. Also du hast viel Platz auf den Pisten, gibt keine Wartezeiten am Lift. Aber das Drumherum heißt bin es natürlich auch ganz wichtig. So wie eben das Schneeschuh gehen, das Skitouren gehen, Eisklettern. Du kannst einfach viele andere Winteraktivitäten noch betreiben. Wir haben eine super Rodelbahn auch von der Stableinalm, also von der Bergstation vom Doppelsessellift. Und da hast du einfach so viele wirkliche Winterurlauber, die bei uns sein, die also nicht sich einen Skipass kaufen vor die ganze Woche, sondern die sagen, heute tue ich einmal Schneeschuh wandern, heute mache ich einmal vielleicht eine kleine Skitour, heute gehe ich einmal rodeln. Wir zum Beispiel in unserem Haus haben altbekannte Gäste, die kaufen sich leider Parkfahrt von Sessellift, hocken da oben auf der Terrasse von Bergerstrand den ganzen Tag gemütlich in der Sonne, lassen sich es einfach gut gehen. Einfach relaxen, entspannen, genießen.